Was war der Anfang Ihrer Karriere? Wie sind Sie dazu gekommen, sich an Design zu interessieren? Das war auch nicht so beabsichtigt, weil ich habe 4 Jahre studiert, das war damals üblich. Und habe eigentlich erst einmal Typografie studiert. Und aus dem Wissen über Typografie ist der Wunsch entstanden, Logos zu entwickeln. Aber es hat sehr lange gedauert. Also erstmal habe ich Werbung gemacht, dann habe ich mit einer Freundin dieses Studio gegründet und habe Verpackungen gemacht. Und erst dann ist der Wunsch entstanden von Kunden, dass ich auch die Logos dazu entwickle. Das hat mindestens 10 Jahre gedauert, bis ich die ersten wirklich wichtigen Logos gemacht habe, die es heute noch gibt, auch eine bestimmte Bedeutung haben. Aha. Wie alt waren Sie dann, als Sie diesen Erfolg gemacht haben? Da war ich fast schon 40. Aha. Mhm. Sie sind sehr gefragt und das sieht man. Also ein ganz kleines Beispiel haben wir hier. Und vielleicht dürfen wir das Logo von der Stadt Hamburg jetzt mal sehen. Und dann können Sie mal uns erklären, was ist zum Beispiel sehr schwierig bei der Herstellung oder bei der Gestaltung eines Logos und worauf achtet man vor allem? Logos sind sowieso das schwierigste Thema, weil man eine Verdichtung finden muss von einem Gedanken. Also man hat oftmals erst sehr nicht fest umrissenen Eindruck von einer Aufgabe, so zum Beispiel bei Hamburg von der Stadt. Wie kann man das ausdrücken? Wie kann man es so ausdrücken, dass die Menschen, die es sehen, ein Gefühl für diese Stadt entwickeln? Und bei Hamburg ist es so gewesen, dass der Senat mich beauftragt hat. Und dann habe ich das präsentiert. Es gab eigentlich kein Logo für Hamburg. Oder es gab verschiedene, die unbedeutend waren. Und bei Hamburg, es liegt am Wasser, es hat einen Hafen, der Hafen bestimmt sehr die Stadt, dachte ich, man muss eine Welle machen oder eine Welle andeuten. Und dann die Stadt Hamburg, das ist nicht ganz authentisch, war früher eine Burg, die hieß Hammerburg. Und über die Jahre hat Hamburg sich auch mit Heraldik gezeigt als Burg. Und das Tor war verschlossen. Aber da Hamburg eine sehr offene Stadt ist, habe ich das Tor geöffnet. Und als ich es dann vorgeführt habe, haben die Senatoren das gar nicht erst gemerkt, dass das Tor offen war, weil das ist eine ganz große Entscheidung, weil über Jahrhunderte war es geschlossen. Und erst als wir dann beim Essen saßen, habe ich gesagt, wisst ihr eigentlich, dass ihr die Tür aufgemacht habt mit mir? Und erst als die Zeitungen darüber geschrieben haben, wurde das in Hamburg zu einem wichtigen Thema. Aber es ist so geblieben, das Tor zu Hamburg ist geöffnet. Kann man irgendwelche deutsche Elemente bei Ihrer Arbeit entdecken oder spielt diese deutsche Tradition, also Stichwort Bauhaus, ja, überhaupt keine Rolle bei Ihnen? Doch, weil ich in einer Schule war, in Kassel, in der es noch Bauhaus Schüler als Lehrer gab. Und die haben vermittelt, dass man eigentlich sehr geradlinig denken muss. Und dass man auch, und da sind wir den Japanern sehr ähnlich, hinter der Grafik noch Gedanken entdecken soll. Dass es nicht nur dekorativ ist, sondern eine Bedeutung hat. Kommt Ihr Interesse an solche ostasiatische Kunsttradition? Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe schon als Kind und ich habe immer darüber nachgedacht, woher es kam, japanische Haikus gelesen oder chinesische Gedichte. Also die Poesie hat mich sehr interessiert und irgendwann habe ich meine Sammlung zeitgenössischer Kunst verkauft nach einem Erlebnis in Asien, und zwar eine große Schirmausstellung in Tokio, in der alle wichtigen Stellschirme ausgestellt waren im Nationalmuseum. Und ich habe dann ganz klein angefangen zu sammeln und auch falsche Dinge gekauft, auch Fakes, wie man das macht, wenn man keine Berater hat. Und dann habe ich immer mehr gelernt, dass
asiatische Kunst heute, also von der heutigen Sicht aus, eben sehr, sehr viel zu tun hat mit der großen handwerklichen Kunst. Und auch die ich habe Stellschirme aus der Kano-Familie, dieser Strich, der damals wirklich sehr modern war, könnte heute entstanden sein. Also es ist eine zeitlose Kunst. Können Sie vielleicht diese Modernität der Striche von der Kano-Schule ein bisschen etwas erläutern? Ja, nicht nur der Kano-Schule, vor allem der Zen-Meister. Die haben ja oft mit vier Strichen haben die eine Landschaft dargestellt oder ein Tier oder einen Mönch mit fünf Strichen. Und diese Striche haben eine Kühnheit und auch eine Frechheit, wie ich sie heute sehr vermisse. Und die sitzen genau durch die große Kunst der Meditation an der richtigen Stelle. In dem Sinne haben Sie vielleicht dann von dieser Tradition ein bisschen übernommen in Ihre Arbeit. Ja, sehr viel, weil das ja auch Meditation ist ja etwas, was im Kopf zumindest Wirkungen entstehen lässt. Und dann diese Schnelligkeit mit einem Strich das darzustellen, das ist eigentlich, ich habe das nie erreicht, das, was ich im Leben einmal erreichen möchte. Mhm. In Ihrem Arbeitszimmer haben Sie sogar ein japanisches Bild. Und was soll dieses Bild signalisieren? Welche inspiratorische Wirkung soll das Bild haben? Vor allem gegenüber Ihren jungen Mitarbeitern. Und auch Kunden. Also es geht ja nicht nur um Mitarbeiter. Die Kunden kommen ja zu mir und arbeiten mit mir oft tagelang. Aber der Hauptgrund ist für mich der poetische Inhalt. Das ist ein Stellschirm dieser Arbeit und ich kann mich sehr gut konzentrieren, wenn ich davor sitze und sitze auch manchmal, bevor ich anfange zu arbeiten, bis zu einer halben Stunde und verfolge Spuren in dem Stellschirm, also gemalte Spuren und habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiter, die ja oft sehr konzentriert sein müssen und nervös kommen, durch den Stellschirm beruhigt werden und dass die Kunden auch abgelenkt werden, was ganz gut ist, um frische Gedanken wiederzufinden. Also es hat für alle eine sehr positive Wirkung und man verliert sich dann auch so in diesem Stellschirm, weil er eben wunderbare Geschichten erzählt. Ihre Mitarbeiter arbeiten in dieser wunderschönen Atmosphäre. Was wollen Sie diesen Nachwuchsgenerationen vermitteln? Die hohe Qualität der Ausführung. Also bei uns ist ja alles sehr flüchtig geworden und dadurch, dass wir Computer haben, achten wir nicht mehr so sehr auf die handwerkliche Kunst. Und ich vertrete eben immer noch die Wichtigkeit der Handwerkskunst, dass es auch alles genau sitzen muss. Aber auch trotzdem eine Frische haben muss, was man eben bei asiatischer Kunst, besonders bei japanischer, sehr gut kennenlernen kann. Und es hat auch einen Einfluss auf die jungen Menschen. Merkwürdigerweise kommen die alle und beschäftigen sich dann sehr tief mit dieser Arbeit. Was ist überhaupt ein gutes Design? Wenn die Aufgabe, die uns gestellt wird, uns Designern, auf eine einfache und nicht verlogene Form dargestellt wird. Und wenn ich es so darstelle, dass die Menschen, die das sehen, sofort verstehen. Also ein geradliniger Weg von Gedanken, die zu Bildern werden und die dann aufgenommen werden sollen.